Overwatch am Samstag. Und los geht's mit dem Video. Was geht's mit GOT, Mann? Ich erstmal für's mich dann, ja. Ich bin nach unten geskippt bei der Seite eben am Anfang. Yay. Genau. Ich nehme dieses Overwatch richtig krass direkt nach dem anderen, was am Dienstag rauskam, auf. Dementsprechend kann ich gar nicht auf das Throwpool eingehen. Das liegt daran, ja, ihr habt das Video sicherlich schon gesehen. Das ist jetzt so richtig Zeitverschiebung, weil ich rede mit dem Video, was ich machen will, was ich noch nicht veröffentlicht habe, wo eine Info kommt, von der ihr wisst, warum das Overwatch am Dienstag aufgenommen wurde und warum ich nicht auf Throwpool eingehen kann. Richtige Zeitverschiebung Inception-Style hier. Inception, guter Film. Und wenn ich Inception gesehen habe, bitte gucken, bitte. Das ist wirklich ein Bildungsstück, wenn es nicht gesehen hat. Und wir sehen das 2. Doch, ich meine, fix the Crafter, geh ich aus meinem Zimmer. Mac-10-Killer hier. Richtig am Start, der Typ. Na, gehen wir denn auf B. Smoke Mitte. Also, er will nicht den restlichen Spot checken. Er lässt sich einfach so, 2 gegen 3, ich meine, wird schon irgendwo stehen. Und wo steht Frog? Frog müsste ihm unbekannt sein. Er zieht hoch, aber er trifft ihn irgendwie. Danke, 16-Tick. Und der andere ist hinten am T-Spawn. Der Herr Ron. Das sollte ihm einfach mit 0 bekannt sein. Wenn er die Bombe pickt und in die Hand geht, dann weiß ich, was abgeht. Hat die Bombe nicht genommen. Er guckt erstmal lang, ob da einer ist. Doch, da ist keiner. Dachte er für sich. Und ja. Oh, Mitte. Oh, den hat er kurz gesehen. Aber lieber das Messer nehmen und wegrennen. Und Iceberg sieht man jetzt auch wieder in den Kopf. Was macht der? Das ist so ein bisschen... Man nennt ihn... Weißt du, er ist der mit den Kugeln tanzt. er rennt einfach so weiter. Ich würde stehen bleiben und versuchen, auf Frag zu gehen, irgendwie an irgendeiner Stelle, wenn er zum Beispiel hochspringt oder so. Nein, er rennt einfach weiter. Und dann da auf der Treppe entscheidet er sich endlich mal um. Er checkt da wieder A-Spot, nicht komplett abspringt, einfach nach unten. Also da hat man das Gefühl, er weiß es, ne? Da hat man das Gefühl, er weiß es. Warum sollte ich das machen? Klar, man kann da runterspringen und CT und den ganzen Kram. Aber warum springe ich da... Was ist der für Stats? 15, 16, warum springe ich da runter und gucke nicht den ganzen A-Spot ab? Man kann ja wenigstens den A-Spot abgucken. Denn ignoriert. Wieso ignoriert er die Leute? So, Iceberg. Also, der ist komisch, dass sein Movement angeht und so. Also, richtig strange. Er geht nach B. Mal gucken, ob er das weiß. Na gut, Smoke ist gefadet. Wir sind Zuschauer. Kann sein, dass er ihn da schon gesehen hat, ne? Gerade X-Ray macht da auch manchmal was aus, wenn mich das Ding ausschaltet. Unter X-Ray, das noch nicht weiß. Wenn man das anhat, dann geht das manchmal einfach unter, wenn die Smoke wegfadet, dass man den dann vielleicht sieht, den CT. Aber ja, er kann ihn gesehen haben. Das ist da jetzt halt keine Kunst gewesen. Übrigens habe ich gesehen, er hat einen krassen Ping am Start. 103er Ping. Ich weiß nicht, ob das der Ping ist, ja, den er hat. Oder ob es ist das Adrenalin ist, was er ausschüttet. In was misst man eigentlich Adrenalin? Das weiß ich gerade nicht. Und Frog auf dem Spot. Gut, der war bekannt. Der war bekannt für ihn. Das sei jetzt ja keine Kunst und so, aber... Ja. Oh, das Messerchen raus. Er guckt einfach Mitte. Er gibt einen Fick, guckt einfach Mitte. Und Heron in A-Lang. War auch bekannt. Das Problem ist, wir sehen gerade nur Sachen, wo... Ja, wo die bekannt sind irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Auch problematisch ist, dass man das auch haben kann, dass ein Teammate ihm einfach ansagt. Und sagt, ey, da ist einer. Dementsprechend aimt er nicht so krass, dass man sagen könnte, okay, der hat an. Aber lässt sich von einem Typen, der an hat, ansagen. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Hey, wenn schon so ein Hacker sich hinstellt und... Okay. Springt er wieder runter. Dann zieht er es rüber. Okay, also ich glaube, aktuell hat er noch nicht an. Wenn man schon im Team einen hat, einen Wallhacker, der jemanden dir ansagt oder solche den Suspect in Overwatch ansagt, dann finde ich, dann soll er sich doch auf den Jahrmarkt bewerben oder Kirmes heißt er auch bei manchen. Ja, das ist nämlich, dann kann er sich hinstellen, eine Runde, noch eine Runde, wer will eine Runde für 3,50, könnt ihr dieses Karussell fahren und ich sage euch, auf welchen Sitz euer Freund sitzt, ohne hinzugucken, weil ich den krassesten, die krasseste Sicht habe. Da könnte ich echt dann so hinstellen und dann echt so für so Jahrmarkt, Rummel, Kirmes, wie man es halt nennen will, so Ansagen für so Fahrgeschäfte, Mann. Das ist krass. Call and Position. Zum Beispiel hat er es gequickscoped, ne? Also wenn man... Boah, Alter, das ist auch echt übel, was der hier macht. Das ist echt übel. Das ist... Hier wird richtig geraped. Raping time. Warum ist er bekannt? Na gut, auf kurz ist die Bombe. Er hat den gespeckt. Aber der auf A lang im Pit, unbekannt.
Eigentlich müsste er immer noch unbekannt sein. Jetzt ist er draußen. Die A-Spieler können ihn sehen. Er läuft und er läuft und er läuft Richtung A. Die Bombe geht B. Guckt er hinter die Tür. Jetzt sollte man ihn schießen. Gut, man hört ihn schießen. Dann weißt du auch, wo er ist. Bei einer Person. Jetzt ist er auf dem Spot. Suspect aimt ab. Aimt er intelligent ab. Wenn er nicht intelligent abaimt, dann weiß man, was abgeht. Und er ist auf kurz. Schlaue CTs würden jetzt safen gehen. Ein dummer CT würde es jetzt noch versuchen. Aber ich sehe, wir haben einen dummen CT am Start. Herzlichen Applaus an Heron. Weil dummer CT. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich war beim Jahrmarkt irgendwann. Irgendwann war ich beim Jahrmarkt. Da liegt jetzt eine Smoke in der Mitte, die so scheiße liegt. Was ist das für eine Smoke? Das ist... Der ist so schlecht im Smoken, Alter. Den könntest du nicht mal als Schornsteinfeger irgendwie einstellen. Wenn der nämlich ein Schornsteinfeger wäre, so wie der die Smokes wirft, ey, ohne Scheiß, der würde den Schornstein hochfallen. Der würde oben rausfallen. So schlecht ist der. So schlecht kann er mit Rauch und so umgehen. Rauch, da fällt übrigens dieser Eis hier ein. Oh, Schleichwerbung. Da gibt's so ein Eis, der hat ein Wort mir neulich empfohlen, ich soll den nochmal trinken. Nein, kein Raucheistee. Teuer, soweit ich weiß. Und gibt's nicht mehr, habe ich als 14-Jähriger getrunken. Als 14-Jähriger habe ich. Jetzt erzähle ich euch, während wir Overwatch gucken und ich versuche den noch irgendwie einzuschätzen, weil momentan will ich nicht sagen, dass Anderson einfach gut ist. Tut mir leid, also die Gegner sind nicht gut. Guckt's euch an. Der Beste von denen hat 24, 21, 19, 18, 13, 19, 8, 19. Zwei wirklich schlechte Leute. Und wir haben einen Suspect, 31, 19 und so. Genau. Boah. Also. Ich werde hier eine Crime Scene reinmachen. Das ist die gute Nachricht, die ich für euch habe. Die Crime Scene werde ich reinmachen, weil ich da noch mir das nochmal selbst angucken will. Und ja. Genau, ich wollte euch nur eigentlich die Story mit dem 14 zu Ende erzählen. Als ich 14 war, sind wir immer damals in einer dieser Einkaufsläden gegangen, die ich nicht nennen werde, weil ich sonst wieder unterstellt bekomme, dass, schon wieder, das hat noch keiner mir unterstellt. Dann wird mir jedenfalls unterstellt, ich werde Schleichwerbung vielleicht machen. In einer dieser Einkaufsläden gegangen, die mit E anfangen. Und dort haben wir immer diesen Eistee geholt und der hat nur 50 Cent damals gekostet. Und ey, ich weiß noch, wir haben das so viel getrunken, dass wir so viel Bauchschmerz hatten und so viel, wenn wir irgendwie Chips gegessen haben, dann noch irgendwie Gamecube gespielt haben. Ja, wir haben damals Gamecube gespielt. War es dann so, dass wir so, also wirklich Bauchschmerzen hatten, so oft auf Toilette rennen mussten, weil Eistee bleibt nicht im Magen. Eistee läuft einfach durch. Eistee, das will nicht im Magen bleiben. Eistee hat sich einen Weg durch den Körper gefunden, der wirklich direkt in eure Blase geht. Das ist kein Spaß. So, und wir sehen uns jetzt gleich bei Crimesy. Bis gleich. Ja, es gab zwei Sachen, die ich auffällig fand. Einmal, dass er hier, anstatt auf den Spot zu gucken, runterdroppt. Aber dann fand ich es wiederum unauffällig, dass er erst rüberfliegen musste. Und das riskiert man ja eigentlich nicht, dass man rüberfliegt, sondern will eher sicher abaimen, wenn man anhat. Oder auch hier, da war er durch die Kiste auf ihn drauf. Aber man muss auch wissen, dass dieser CT wirklich fast immer kurz kam. Jede Runde kam der kurz. Das heißt, damit hat er ungefähr schon gerechnet. Und ja, das war wieder auffällig, dass er erst wieder rüberfliegen musste und nicht gepreamt hat auf Spot. So, nach meiner Meinung hat der kein Aim Assistance, kein Vision Assistance, kein Other External Assistance und kein Creeping betrieben. Und ich würde jedenfalls sagen, das was von mir, jetzt kommen wie immer Matchmaking Highlights und danke, dass das Fenster auftaucht. Danke, Operation. Ja, jetzt kommen Matchmaking Highlights, ich würde jedenfalls sagen, das was von mir. Ja, haut rein, mit zu T&T Buddies. Ayo Bombs, bin diffused, bye. I'm going on an adventure. Auf den Spot. 3 auf den Spot. Alle 3. Nein, das mache ich nicht mehr. Du darfst das nicht sagen. Kevin macht das mit Ansage. Kevin. Hat leise. Kevin. Throwing Flashbang! Einer Treppe. 1 plus 1, 1 plus 1. We just wanted to tell you, make sure you subscribe to Bomb Has Been Defused. If you don't, a flashbang dance on your face. Sunset, you.